Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Discourse für Oblivion. Letzte Folge sind wir nach Lejavin gereist, hier meine Lieblingsstadt übrigens in Cyrodiil und ich wechsle eigentlich Cyrodiil und Tamriel immer. Ich glaube Cyrodiil ist doch das Land und Tamriel ist die Welt, oder bin ich gerade blöd? Naja, egal. Auf jeden Fall sind wir hier in Lejavin und ja, es geht weiter, mal ein bisschen Quests, bevor wir uns dann noch die Kaiserstadt angucken, im Zuge der nächsten Folge. Aber ich werde es vorbei, wieder ein bisschen Quests zu machen, damit ihr mal ein bisschen Abwechslung habt, statt nur ein bisschen Helgereise zu sehen. Und deswegen würde ich mal sagen, wir sind hier gerade da drin, fragen wir doch den Graf, der hat gemeint. Wir könnten ihm vielleicht bei was helfen. Ich brauche eure Hilfe. Hier ist eine Ork namens Masoga. Sie behauptet, ein Ritter zu sein, will aber nicht preisgeben, was sie vorhat. Bekommt heraus, warum sie hier ist und berichtet mir. Ihr werdet für euren Dienst für Lejavin angemessen entlohnt werden. Habt ihr herausgefunden, warum die Ork hier ist? Ich erwarte dann... Mal sogar der Ork. Die Ork. Wenn ihr euch gleich. So, ja, machen wir. So, mal sogar die Ork. Aber im Ratsabschluss sind überhaupt nicht in der Gäste sein. Was kauft für den Bart mich. Den Kruter gesagt herauszufinden. Um die Angelegenheit kümmert, soll es euer Schaden. Das machen wir auch. Mal sogar der Ork. An der coolste Charakter in Oblivion, den werde ich gleich sehen. Finde ich nämlich ganz cool. So ein Mann, anderer Ork. Sagen wir es mal so. Nicht der standardmäßige Ork. Also erst kurz. Seid ihr der Graf? Der Graf hat mich geschickt. Der Graf? Dann kann ich mit euch sprechen. Ich bin Masoga. Die Leute hier sind so ungebildet. Mal sogar, geh mal ein bisschen ins Licht, dass wir dich mal sehen. Das ist viel zu dunkel. Na, mach mal so. Seid ihr der Graf? Der Graf? Dagail hat einige hochrangige... Mal sogar der Ork, also du. Ja, ich bin eine Ork. Ich wurde in einer Felshöhle geboren und ich habe keine Eltern. Also brauche ich auch keinen Familiennamen. Ihr scheint nicht zu wissen, wie man mit einem Ritter spricht. Dann werde ich es euch beibringen. Sagt ja, Herr Masoga. Hä, ihr seid eine Frau. Ja, Herr Masoga. Na gut, vergesst es einfach nicht. Ich bin ein freier Ritter. Ich habe keinen Herrn. Habt ihr ein Problem damit? Nein, Herr Masoga. Na gut, ein Argonier namens Webamna ist in der Stadt. Bringt ihn mir her. Wisst ihr, wo Webamna ist? Soweit ich weiß, ist er ein Jäger und weiß alles über die Wälder hier. Ja. Geht und sagt ihm, dass ich ihn sofort treffen will. Ich treffe ihn dort. Okay, mal sogar, dann machen wir das mal. Wir sind mal nett zu ihr, ja? Sie will halt als Ritterin angesprochen werden. Wir könnten jetzt auch blöd zu ihr sein. Aber ja, es ist was Besonderes, weil es gibt keine Orks, die sich jetzt hier als Ritter sehen. Das ist einzigartig, deshalb... Habe ich es auch mal mit ihr gesprochen und mit ihr, so wie sie es will, geredet. Ich glaube, wir hätten auch anders reagieren können. Weil um sie gibt es nämlich auch noch eine große Mod, die ihre Questreihe nochmal ein bisschen upgradet. Aber ja, werdet ihr sehen. Werden wir auch noch spielen. Wie geht es? Ich bin Webamna. So, der Ork. So, eine Ork will mich treffen. Und was geht mich das an? Ist mir entgangen, wie sehr ich euch mag, dass ich euch diesen Gefallen tun sollte? Vielleicht mag ich euch gar nicht besonders. Ich werde also nicht gehen. Auch ich bin... So. In Ordnung. Jetzt ist es aber gut. Wirklich? Ihr solltet euch was... Spart euch eure Worte. Das ist ein schön. Ihr solltet euch was schämen. Oh, habt da. Ihr seid. Aha, so. Eine Ork namens Masoga will mich also treffen. Und sie glaubt wirklich, dass ich zu ihr komme? Ich kenne sie nicht. Ich denke, es wäre klug, sie zu ignorieren. Andererseits, ich habe noch nie irgendwas durch Klugheit herausgefunden und ihr scheint ein guter Kapitän zu sein. Ich denke, ich werde nachsehen müssen, was es damit auf sich hat.
Habt Dank. Ich habe versucht mit diesem Minigame, indem ich einfach über durchklicke. Aber jetzt habe ich wieder fast 50 Gold an dem gelassen. Es kotzt mich an, dass ich dieses Minigame aber nicht hinbekomme. Ich ralle zwar im Kern, aber ich krieg damit nie die Explosion hoch. Ich krieg die immer nur niedrig. Egal was ich mache, am Ende habe ich es immer auf niedrig. Ich krieg es mir nicht mehr hin. Jetzt haben wir schon wieder 200 Gold, fast 50 Gold weniger. Ich war bei 1931. Mir fehlt doch nur noch 200, ey. Das kann doch nicht sein. Ich muss das Schwert doch verkaufen, wenn es so weitergeht, damit ich das Haus kaufen kann. Ich will aber nur ein Haus, wo ich Sachen ablegen kann, damit ich nicht 50 Kilo mit mir rumtrage. Dieses Spiel. So. Gucken wir mal, dass der Typ hier auch rauskommt. Begleiten ihn mal. Oh Junge, jetzt geh bitte raus. Fragen? Auf einmal. Onstaya Sonnentau, Majordomus von Burg Lejavin und oberster Ratgeber des Grafen Marius Caro. Theoretisch jedenfalls. Manche Dinge. Brodras unterweist die Mitglieder der Kämpfergilde in der besseren Verwendung von schwerer Rüstung. Ungewöhnlich für einen Bossmeer, aber er scheint sein Handwerk zu beherrschen. In Ordnung. Brauche ich mal so ein Charisma-Spell, weil dann hätten wir keine Probleme mehr. Muss mal überlegen, ob wir doch auf Illusionen gehen und Charisma-Spell lernen. Eine Veränderung ist es ja dann. Okay, gut, wir sind nicht sehr charismatisch aktuell. Ja, Mark hat mal 30. Ja, ich bin halt kein Wortgewandtheitscharakter. Ich habe gerade mal 12, deswegen bin ich doch so bad. Ne? Lebt wohl. Ihr wollt mich sprechen? Ihr seid Webamna? Ja. Ich möchte nach Fischerfelsen. Wo liegt das? Von Lejavin bis Fischerfelsen sind es etwa 6 Stunden Fußmarsch in nördlicher Richtung. Es liegt am Ostufer des Nieben. Bringt mich hin. Jetzt. Ich hab's eilig. Wieso? Das ist meine Sache. Nun, wenn ihr mir den Grund nicht sagen wollt, führe ich euch nirgendwo hin. Dann zur Hölle mit euch! Viel Glück bei Mazoga! Webamna will mich nicht nach Fischerfelsen bringen. Webamna will mich nicht nach Fischerfelsen bringen. Wisst ihr, wo es liegt? Bringt mich hin, jetzt. Dieser Kerl, Mogens Windwender, der lagert in der Nähe von Fischerfelsen. Bringt mich hin, ich rede mit ihm. Und dann werden wir sehen, was passiert. Hört ihr mich? Ich rede zuerst mit ihm. Kein Zähne einschlagen oder Kopf abreißen. Ist das klar? Ich stehe, folgt mir. Der Argonier sagt, es ist nördlich von Lejavin, etwa 6 Stunden zu Fuß, am Ostufer des Nieben. Lasst uns gehen. Los, Bewegung! Ich bin direkt hinter euch. Worauf warten wir noch? Auf geht's mal sogar. Worum geht es hier? Gehen wir mal. Keine Ahnung, was du vorhast, aber das werden wir schon machen. Das ist doch keine 6 Stunden, jetzt mal ehrlich. Das sind für das Spiel 6 Stunden? Respekt. Naja, wenn es das meint, dass es 6 Stunden in Game sind. Die folgt, ne? Ja, okay. Macht dich eigenständig. Können wir noch mal ein bisschen die Oststraße von Lejavin sehen.
in die Weststraße runtergegangen. Tollen Wetter hier. Ich könnte ja fragen, wo sie hin ist, ey. Das Allein Ruine. Re-Just-Light, da vorne ist der Tick so ein Bug. Komm, wir schlagen sowieso mal direkt in die Wildnis. Mal Fackel an, weil sich hier sonst gar nichts. Blöder Gegner. Gespannt, was er vorhat. Okay, sollten wir vorher mal speichern, das ist ein ganzer Haufen von Leuten. Aus dem Weg! Er hat sich gerade gesagt, die wollen erst reden. Oh, Mädel. Sie hat doch gesagt, sie will reden. Sie hat doch angefangen, ich lade mal. Und nicht, dass mir das was verbaut hat. Ich soll mich ja nicht angreifen lassen. Scheinbar soll ich erstmal dodgen, bis sie was gemacht hat. Bringt mich. Worauf warten wir noch? Bringt mich los. Worauf warten wir noch? Erinnert ihr euch an mich? Nein. Wer seid ihr? Ich bin Mazoka. Ihr habt meine Freundin Ravindra getötet. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ihr seid ein verlogener Hurensohn. Ihr habt Ravindra getötet und jetzt werde ich euch töten. Entschuldigung, Mungsel, wofür sie mit einer kämpften. Mungsel ist mit dabei. Daher wird Mazoka Hilfe brauchen. Okay. Setzt euch in mein Schwert, solange ihr noch die Möglichkeit habt, das Kampf zu Ende bringt. Hey! Dann kriegt man so einen Kampf und sind alle vier Banditen tot. Dann muss ich mal das Chaos durchstellen. Ich habe meinen Schwur gehalten. Morgens Windwender ist tot. Morgens Windwender hat eine Bande. Sie beraubten und töteten Reisende. Ravindra hat das gesehen und den Wachen berichtet. Morgens konnte fliehen, aber vorher hat er Ravindra getötet. Meine beste Freundin Ravindra. Oh. An diesem Tag wurde ich Ritter.
und schwor einen ritterlichen Eid. Ich habe lange gesucht und jeden gefragt. Schließlich hörte ich, dass er sich in Fischerfelsen versteckt hält. So, jetzt wisst ihr alles. Ihr habt mir geholfen und das werde ich euch nie vergessen. Nehmt euch von den Toten, was ihr wollt. Ich kam, um meinen Schwur zu erfüllen. Und das habe ich jetzt getan. So was Geschichte. Als ich meine tote Freundin sah, habe ich geschworen, ein echter Ritter zu sein und alles wieder gut zu machen. So, und jetzt habe ich ein paar gute Taten zu vollbringen. Ich weiß nicht viel über das Ritterdasein, aber ich werde lernen. Sagt, ihr habt mir einen großen Gefallen getan. Ihr müsst selbst ein echter Ritter sein. Oh, danke. Ihr seid ein Kumpel. Sie ist schon cool. Was ist denn ein Speerschwert? Coole Sache. Silber kann man ganz gut verkaufen, deshalb. Schattenfischt. Diese blöden Kriegsäxte, die sind zwar viel wert, aber die halt auch so massig viel. Okay. Gut, dann reisen wir zurück das Schloss und sagen dem Grafen Bescheid. Guten Abend. Masoka ist schon da. Kann auch schnell reisen. Aber ich schätze, von dir kann man eine Menge lernen. Das haben auch schon andere gesagt. Wiedersehen. Gibt es Ich hoffe, ihr habt Erfolg gehabt? Habt ihr herausgefunden, warum die Ork hier ist? Zum Rächen einer ermordeten Freundin. So eine Rache ist eine Angelegenheit der Ehre. Leavin dankt euch für eure Hilfe. Und ich habe eine passende Belohnung für solch noble Taten. Ich mache euch und eurer Freundin ein Angebot. Wäret ihr gerne fahrende Ritter? Warum denn nicht? Ich habe den Ritterorden des Weißen Hengstes ins Leben gerufen. Sucht und tötet den Ork Schwarzer Brugo, den Anführer der Schwarzbogenbanditen. Wenn ihr Erfolg habt, werde ich euch und Mazoga in den Rang eines fahrenden Ritters des Weißen Hengstes erheben, zum Dank für eure Verdienste um die Grafschaft Leavin. Schwarzer Brugo. Der Bandit Schwarzer Brugo ist eine Bedrohung für die Grafschaft Leavin. Seine Plünderer werden Schwarzbogenbanditen genannt, weil sie schwarze Bögen verwenden. Sucht Schwarzer Brugo und richtet ihn für seine Verbrechen. Dann werde ich euch und eure Freundin Mazoga zu fahrenden Rittern des Weißen Hengstes ernennen. Cool, machen wir. Wie sollen wir Schwarzer Brugo finden? Mazoga könnte in ihrer dunklen Vergangenheit mit Gesetzlosen zu tun gehabt haben. Fragt sie danach. Was? In Ordnung. Okay. Das hat zwar deine Diskussion erhöht, aber. Zur Belohnung sollt ihr den Titel eines Ritters erhalten. Ja, da sind wir noch am Start, würde ich sagen. Masoka ist cool. Machen wir. Ritter des Weißen Hengstes. Das ist das Ritter des Weißen Hengstes, richtig coole Ding. Man kann auch mit Schwarzbogenbanditen ein bisschen Spaß haben. Die kann man so ein bisschen nerven.
Also auch nach der Quest gibt es in manchen Dungeons Spaßbombarditen, wenn wir die fertig machen. Dann tun wir das quasi wie das Ritter des Weißen Hengstes. Das ist ganz lustig. So, ich tick erstmal ein bisschen Zeug vor, wenn ich sogar rede, weil meine Details sind ja voll, weil danke, ne? Am besten war das bei Divining Line, die Waffen und Rüstung, ne? Ja. Oder die Trennlinie. Wie es eigentlich heißt. Wenn ich alles denklich wäre. Was kann ich? Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren? Das ist ein Exzess. Jetzt sind nur 50 Münzen fürs Haus. Was liegt denn bei uns jetzt eigentlich immer noch so mega viel? Okay, Mondbrand selbst auch schon, ist auch schwer. Wenn ihr Quatsch steht und Quatsch Brust haben, ich will dich ja nicht tragen. Ich will die Bauern nicht verkaufen, weil die halt besonders sind. Und deswegen, ich würde halt gerne ablegen. Deswegen brauche ich das Haus, so nochmal diese Kette wohl. Für euch auch mal aufzufühlen, warum ich um dieses Haus will. Wisst ihr warum? Oh, den Heavy Mantle, den kann ich wahrscheinlich hier drüben verkaufen, oder? Die wollen noch normale Klamotten. Beste Waren und Garantien. Was kann ich... Seht euch nur... Wir haben's. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wir haben die 2000. Yay, jetzt können wir die Kaisch ins Haus kaufen. Aber nee, wir machen erstmal die Quest mal sogar weiter. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir machen erstmal ein bisschen Quest-Content, bevor wir uns noch die letzte Stadt, nämlich die Kaisch, angucken. Wenn wir die haben, danach können wir dann nur noch Quests, Dungeons und Gilden machen. Aber dann haben wir alles. Was erkunden und angucken angeht. Wir haben natürlich mit ihm geredet, klar, konnten wir nicht. Magie und so weiter auch noch nicht. Aber da bist du ja die Kunde. So, Masoga, wo bist du da? Hallo, nochmals vielen Dank für eure Hilfe. Hey, seid ihr nicht die, die man die Held... Ich mag Lejavin. Dieser Graf, der mir half. Verdammt nett. Ihr beide. Ich glaube, ich bleibe hier. Werde vielleicht ein paar gute Taten tun. Schade, Brugo. Ich kenne Brugo. Vor langer Zeit, bevor ich Herr Mazoga wurde, habe ich mit Brugo hin und wieder gemeinsame Sache gemacht. Bring ich mal Angebot des Grafen. Brugo ist ein Schurke. Er hat ein Versteck in einer Ruine namens Telepe. Jeden Abend zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens kommt er dort vorbei, um seine Sachen abzuholen. Wir sind Kumpels, nicht wahr? Also töten wir Schwarzer Brugo und werden Ritter. Ich warte hier, bis ihr mir das Zeichen zum Folgen gebt. Okay, das war ein Hengstes. Da ist der Deppe. Bei der Unterkunft unserer... Wenn ihr bereit... Auf geht's! Okay, du reist jetzt auch mit mir schnell, oder? Aber wir können ja von hier noch nicht schnell reisen, muss raus. Ich
Speicher vom Schnellreisen aus Grund immer, weil ich Angst habe, die NPCs verschwinden. Alle Unterkunft, die wir später eh bekommen werden, wenn wir Mitglied des Dings sind, und dann reisen wir mal. Okay, was auch kommt. Was war das? Alter. Also jetzt wird's langsam sehr buggy. Keine Ahnung, was das hier ist. Sollte auf jeden Fall nicht so sein, glaube ich. Ja, wenn ich hier in diese Richtung gucke. Ja, das ist ein Beleuchtungserror. Ja. Ich lad mal gerade mal neu. Das fixt schon viele Bugs immer. Aber den hier wohl nicht. Kann jetzt ein EMB-Bug sein. Ah, das ärgert mich jetzt. Seht ihr das? Hier ist Gras, ist komplett am Retarden. Alter, was geht hier ab? Warte mal. Ich glaube, ich werde mein Spiel kurz neu starten. Könnte das Spiel neu starten, scheint gefixt zu haben. Aber sehr strange. Die Engine neu starten halt. So, Teleport, da ist es. Ich bin bei euch. Brugo und seine Jungs werden nach Mitternacht in Telepe auftauchen. Schönen Tag. Hier seht ihr Quest. Nice. Tag. Von da oben. Alles gut. Also in Teleppe oder bei Teleppe ist die Frage. Naja, wir warten nicht kurz mal. Bis Mitternacht. Mach Oma sogar, wir lauern nicht mehr auf. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich bin bei. Lebt wohl. Ich erkenne gar nichts, das ist Pitch Black. Gehen wir aber mal rein. Räumen wir doch noch was drin mal auf. Es war wohl gar nichts. Eure Anwesenheit wird hier nicht geduldet. Oh Gott, da kommen sie. Du Ratte! Ha! 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 Und jetzt ich werbe den Zahnärzt auf! Hamburg ist tot. Und das Chaos berichtet dann und war einer, das weiß ein Hexes werden. Ein bisschen Spell, der sie heilt.
schnell nur absorbieren. Wie gut sind denn die Schwarzbögen? 3 Schaden nur, okay. Helm aus Hochfels. Sind genauso gut wie der Eisenhelm, ist allerdings ein verzauberter Gegenstand, damit einiges wert. Magie festigen. Schiebt den Block. Ein Übermannsicherheit. Dieb. Sicherheit verbessert. Nice. Was ist jetzt der Key, den wir von ihm haben? Let's go, Bandits. Oh Mann. Können wir nicht mal hier den Dungeon looten, weil wir zu viel tragen. Gold und geschriebene Nachricht. Nice. Buchsanteil 300 Gold. Aber bereit am Midas nach Mitternacht. Schwarzer Brugo ist tot? Dann werde ich... Ich werde zurückgehen und im Ratssaal warten. Sagt ihr mir Bescheid, wenn ich ein richtiger Ritter bin? Bitte. Mach ich. Ich würde ja auch gerne nochmal herkommen und das verkaufen. Also ich würde nochmal herkommen müssen, weil... Aber too much. Alles Zeug, was wir ticken können. Also die Blume war hier für die Quest, okay. Schwarzer Br... Ich... Und du, das Schreise nach Schluss. Schreise zum Schloss, so rum. Also das wollten wir trotzdem noch, okay. Kurz bis morgen. Seid gegrüßt. So, wo bist du? Ich hoffe, ihr seid hier, um mir Schwarzer Brugos Tod zu melden. Der Graf von Skingrad. Was? Der Brugos ist tot. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Und von nun an sollen Mazoga und ihr als Ritter des Weißen Hengstes bekannt sein. Hiermit überreiche ich euch die Insignien eures Ranges, den Schlüssel zur Weißer Hengstunterkunft und einen Schild mit dem Wappen der Grafschaft Leavin.
Mazogas Schlüssel und Schild lasse ich ihr direkt überbringen. Außerdem verspreche ich euch 100 Goldstücke Kopfgeld für jeden Schwarzbogen, den ihr mir bringt. Wie ich sehe, habt ihr einen Schwarzbogen. Möchtet ihr... Hier ist eure Belohnung. Und der andere Schwarzbogen... Hier ist eure Belohnung. Gut gemacht. Vielen Dank. Ich vertraue... Geht nur. 1000 Männer nicht genug. Ich vertraue... So crazy. Guten Tag, Herr Ritt. So. Der Windschild 3. Was leichter Rüstung ist. Ist aber schick. Immerhin. Da. Grüße. Wie schön. Habt ihr dem Grafen schon von Schwarzer Brugge berichtet? Du hast das Schild doch schon, Mädel. So? Bin ich ein Ritter? Wir sind beide fahrende Ritter. Ach du meine Güte! Nicht nur ein einfacher Ritter, sondern ein fahrender Ritter. Das ist ein ganz besonderer Ritter, nicht wahr? So? Kommt schon, sagt es. Sagt, ich grüße euch, Herr Mazoga. Heil dir, Ritter des Weißen Hengstes. Herzlichen Dank. Ritter des Weißen Hengstes klingt gut, verdammt gut. Mensch, ich bin jetzt ein fahrender Ritter und es ist mir gleich, wer es weiß. Also vielen Dank, ihr wart gut zu mir und ich werde es nicht vergessen. Ich beginne mal lieber mit meinen guten Taten. Sehe ich euch vielleicht in der Weißen Hengst-Unterkunft? Seht euch vor. Seid gegrüßt. Ich werde etwas Zeit in der Unterkunft... Ja. Fancy coole neue Stress. Wie geht es euch? Wie kommt ihr? Guten Tag, Herr Ritter. So, jetzt sind wir und das steht doch hier offiziell im Ritter des Weißen Hengstes fahren, Ritter. Ja, bringt leider nicht viel. Questreihe ist vorbei. Auch nur zwei Quests. Man sogar der Ork ist aber sehr sympathischer Charakter und. Zeit zum Ausruhen. Jawohl. Geht jetzt dahin. Aber ja. Kurz und cool. Ja, es gibt eine Mod, die extendet es so ein bisschen. Gibt da wenigstens noch ein paar mehr Quests mit der Mod. Ja, wir können jetzt die Schwarzbögen, wenn wir die hier finden sollten, verticken. Was ganz nice ist. 100 Gold pro Schwarzbogen. Ist schon ganz nett. Wir haben jetzt deshalb durch die Questreihe immerhin schon 2600 Gold. Das heißt, so langsam können wir doch mal was anderes leisten, außer nur das Haus. Gundalas. Kann ich euch etwas von meinem... Warte mal, was war nochmal Wilkenstein? Das habe ich ganz... Ah, stimmt, damit können wir irgendwas laden, ne? Lebt wohl. Wir könnten jetzt damit Schilderrand aufladen. Oder halt mit dem könnten wir theoretisch einzelne Sachen verkaufen. Hier, das ist schwer, das war auch eine Option. Ich sehe gerne, wie teuer hier das Haus in Lejavin ist, weil, also wir haben jetzt diese Schwarzritterunterkunft, aber die ist leider auch kein Haus. Da, also ein Haus, wenn hier Orte klassifiziert, die, wo wir Objekte ablegen können, ohne dass sie uns, dass die despawnen. Ne, es gibt ja ein paar, also alle anomalen Behälter hier im Spiel, wenn ich da Sachen reinlegen würde, die würden dann halt verschwinden, weil das dann resettet. Was? Es gibt ein paar Sachen, wo es nicht resettet, das sind nämlich Häuser. Was darf ich euch anbieten? Ne, deswegen Hammer Hochfeld würde ich ehrlich gesagt verkaufen. Wir brauchen keine Magie festigen zwingend und der Eisenhelm ist genauso gut, wenn wir ihn reparieren würden. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Vielen Dank. Damit haben wir jetzt 3000. Auf Wiedersehen.
Also ich bin ja auch ein kleines Haus, also vielleicht. Ich mache mal Folgendes. Wir reisen jetzt mal kurz nach Telepit zurück, weil da haben wir ja noch Sachen rauszuholen. Ich bin da schon, was das angeht, ziemlich garstig und will da alles rausgenommen haben, bevor es despawnt. Als ob der eine. Alter, als ob der eine Kuras das wirklich macht. Ist ja krank. Okay. Zumindest hier den normalen Loot will ich halt noch haben. Hier den anderen, den komischen Stuff, den brauche ich ja nicht. Hier ist Knochenmehl, können wir noch mitnehmen. Zu viel. Ja, da halt nicht. Ja, okay, also mehr wenn ich nicht rausholen können, ohne fünfmal laufen zu müssen. Die alte Bartaxe konnten wir noch mitnehmen. Sind wir wieder close am Limit. Es ist so garstig. Man muss bei Flippin so viel Stärke draufhauen, dass wir überhaupt eine Chance haben, irgendwas zu nehmen. Das ist echt krass. Das ist echt tedious mit dem Tragkraft. Das Tragkraftproblem. Sag ich, wie es ist. Hören wir uns das einmal an. So, wir geben die zwei Schadensbogen gerade noch bei ihm ab. Wie kommt ihr... Wie ich sehe... Hier ist... Hier... Geht nur. Was für ein... Ich ver... Ja? Hab Dank. Wie... Das ist eine Frage des Vertrauens. Ich bin ganz... Hab Dank. Wie... Zufällig steht gerade ein kleines Haus mitten in der Stadt zum Verkauf. Es ist ein altmodisches Gebäude, klein, aber ordentlich. Dann verschwendet... Ja? 7000 Gold für das Haus in Nidavellin. Das ist mir noch zu lange. Selbst wenn ich das Schwert jetzt noch verkaufe, das Mondbrand endlich mal für 1200, bin ich dann bei 4000... 700 Grad mal. Nee, das ist mir so viel. Ich möchte, also ich habe jetzt meine Lieblingsstadt, ich hätte ganz gerne hier das Haus, weil hier ist ein Kaiserstadt, ist wirklich ranzig, hier hätten wir noch ein bisschen mehr Platz. Zum Ablegen. Auch wenn es trotzdem kein besonderes Haus ist. Aber wir müssen ja auch noch dran blenken. Wir müssen ja, wenn wir das Haus gekauft haben, auch noch Einrichtung kaufen. Wenn ich jetzt wirklich auch genau 7000 Münzen spare. Und noch länger mit den ganzen Büchern im Inventar und so weiter zum Beispiel rumlaufen und den ganzen Ingredienzien, die mich ja stören, dann halte ich das nicht aus bei 7000 Münzen. Sag ich ganz ehrlich, da kaufe ich mir diese Ranzbude in die Kaiserstadt. Dass ich wenigstens irgendwas habe, um Sachen abzulegen, auch wenn ich noch nicht groß rumsortieren kann und so. Wie gesagt, das wäre das Haus for Sale. Und das ist 1 zu 1 identisch mit denen hier. Zum Beispiel von Webernah. Also, ne, ist es auch nicht gerade groß, ihr seht's. Aber da haben wir wenigstens schickeres, als das in der Kaiserstadt. Ist mir ein Ver... Wiedersehen. Schönen Tag. Bugak. Auf Wiedersehen. Ne, also ja. Gut, es waren aber zwei Quests in Jarvin. Das war die Dunkelfrost-Rotte, wollte ich gerade sagen. Die Ritter des Weißen Hengstes. Wir gucken uns aber ganz kurz nochmal hier die... hier Telepö erstmal. Bis dann. Wir schauen uns auf jeden Fall erstmal hier noch die Weiße Hengst-Unterkunft nochmal an zum Folgenende.
wie das hier aussieht. Soga ist noch nicht hier, aber hier steht auch mal Stahlbeinschienen. Wir sind aber leider... Oh, White Diamond Cross. 7. Ein Schutz. Ja. Ja, ganz schicke, genau, 2 Betten. Kommt mit der Glitch pennen. Sogar läuft, ist hier, glaube ich, zu Fuß gelaufen. Zumindest ist sie weg. Die ist auch ein bisschen unterwegs in der Welt und so. Ich hoffe, wir sehen es aber gesund munter wieder. Gut, ich speichere auf jeden Fall nochmal hier an der Stelle. Sich das wieder für die spätere Mod, falls wir das noch irgendwie einen Workaround brauchen sollten. Haben wir sogar unsere eigenen Pier hier. Sakoni natürlich perfekt ein bisschen schwimmen gehen können. So, ich bräuchte jetzt eigentlich nur noch bessere Armschienen. Da habe ich zumindest eine Stahlrüstung und einen besseren Helm. So, Leute, aber es ist soweit. Wir haben 1500 Münzen mehr, als wir brauchen. Wer bist denn du? Wenn ihr noch näher... Ich habe keine Zeit für eure armseligen Plauderversuche. Nun macht euch hinfort, bevor ich... Bende. Leval Ulani. Okay. Sehr verdächtiger Typ. Okay. Ich würde mal sagen, wir beenden hier an der Stelle die Folge. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.